Hallo und willkommen zurück im Video Basic 4. Wir haben bereits gelernt, wie wir schriftlich multiplizieren können. In diesem Video besprechen wir noch den Nuller- und den Einservorteil. Betrachten wir dazu nochmal das letzte Beispiel von Basic 3. Natalie hat ja bereits gefragt, ob wir die Zeile mit den Nullen nicht einfach weglassen könnten. Und das geht wirklich, denn die Zeile mit den Nullen macht sowieso keinen Unterschied für die Addition. Dies nennen wir den Nuller-Vorteil. Wir müssen dabei aber beachten, dass wir beim Multiplizieren mit der Ziffer nach der 0 noch eine zusätzliche Stelle weiterrutschen müssen. Hier etwa müssten wir beim Multiplizieren mit der 7 insgesamt zwei Stellen weiterrutschen. Versuche den Nuller-Vorteil nun selbstständig an folgendem Beispiel anzuwenden. Super! Das Ergebnis ist 251.625. Sehen wir es uns noch einmal gemeinsam an. Multiplizieren wir mit der 3, erhalten wir die erste Zeile. Als nächstes wäre die 0 an der Reihe. Wir müssten dabei eine Stelle nach rechts rutschen und hier beginnen anzuschreiben. Wir können diese Zeile aber wie gesagt einfach weglassen und direkt mit der 5 multiplizieren. Dabei beginnen wir jetzt dann noch eine zusätzliche Stelle weiter rechts zu schreiben. Insgesamt also zwei Stellen weiter rechts. 5 mal 5 ist 25. Die 5 schreiben wir jetzt also insgesamt zwei Stellen weiter rechts an. Den Rest kennen wir ja schon. Wir addieren noch und erhalten so noch schneller das Ergebnis. Neben dem Nuller-Vorteil gibt es auch noch den Einservorteil. Wir sehen ihn uns an diesem Beispiel an. Stoppe zuerst das Video und berechne 348 mal 12, genauso wie du es gewohnt bist. Toll! Das Ergebnis ist 4176. Hier siehst du den rechten Weg zum Nachprüfen. Stoppe noch einmal das Video und überlege dann selbstständig, was ich mit dem Einservorteil meinen könnte. Du hast es bestimmt erkannt. Wenn wir mit dem Einser beginnen zu multiplizieren, können wir die erste Zeile einfach abschreiben. Oder wir schreiben es nicht ab und benutzen einfach die Ausgangszahl für die Addition später. Die steht ja schon da. Genau das ist der sogenannte Einservorteil. Wir dürfen dabei nur nicht vergessen, dass wir dann in der nächsten Zeile wieder eine Stelle nach rechts rücken und hier beginnen zu schreiben, wenn wir mit der nächsten Ziffer, hier mit der 2, multiplizieren. Wir addieren noch die 348 und die 696 miteinander und erhalten das Ergebnis. Versuche beide Vorteile nun noch auf diese Rechnung anzuwenden. Stoppe dazu wieder kurz das Video. Super gemacht! Sehen wir es uns nochmal gemeinsam an. Zuerst wenden wir den Einservorteil an. Das heißt, wir können die 259, die schon dasteht, einfach gleich verwenden. Als nächstes kommt der Nullervorteil ins Spiel. Wir können diese Zeile also einfach weglassen. Für die Multiplikation mit der 3 müssen wir jetzt zwei Stellen rechts von der oberen Zeile aus beginnen anzuschreiben. Wir addieren noch und erhalten das Ergebnis 26.677. Super! Jetzt steht einer gelungenen Geburtstagsparty nichts mehr im Weg. Möchtest du auch zu meiner Geburtstagsfeier kommen? Hier hast du die Eintrittskarte dazu. Ich freue mich, wenn du dabei bist.